Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier zu The Fahrenheit. Ja, ne, The Fahrenheit, zu Fahrenheit einfach nur. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier sind. Ich glaube, hier stand irgendwas von wegen Polizeirevier. Hi, Carla. Oh. Wie geht's denn so? Ja, hi, Doug. Ganz gut. Ist Tyler schon da? Nein, ich glaube nicht. Und? Rückt die Pensionierung näher? Nicht schnell genug. Ja. Gehen durch den Metalldetektor. Natürlich piept er nicht. ja, wir gehen einfach mal rechts hoch. Hm. Sie will nicht. Was ist hier? Einfach mal reingehen, ne? Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ah, okay. Das wird mir aber angezeigt jetzt. Was? Lieutenant Carla Valenti. Das ist anscheinend mein Büro. So irgendwie so aussieht. Ich glaube, das ist da hinten, ne? Hey, Carla! Bestell deinen Partner, er soll mir die 100 Kröten zurückzahlen. Die schuldet er mir seit 6 Monaten. Geht mich nichts an, Jeffrey. Red selbst mit ihm. Der meidet mich aber wie die Pest. Außerdem hört er hier nur auf dich. Bis später, Jeffrey. Ja, wir wollen eigentlich ins Büro rein. Hallo, Carla. Hi, Garrett. Wart mal, Carla. Ich habe schon einige Ergebnisse von den Untersuchungen vom Restaurantmord. Super. Sobald Tyler da ist, kommen wir vorbei. Okay, ich bin den ganzen Morgen hier. Ja, der hat Zeit, hä? Tyler ist noch immer nicht da. Ich ruf mal bei ihm an. Ja, anrufen. Wenn ich mal ins Büro reinkomme, da wird ja bestimmt ein Telefon liegen, ne? Okay. Das sieht ja schnuckelig aus hier. Erstmal ein bisschen angucken. Ja, was ist jetzt mein Büroplatz hier, ne? Oh, ein Wasserspender. Ja, ein Messerchen können wir ja jetzt auf jeden Fall nehmen. Für die ganze Anstrengung, die wir jetzt in den letzten Videos hatten. Also, falls ihr die letzten Videos verpasst habt, die müsst ihr auf jeden Fall nochmal angucken. Das wurde doch schon ein bisschen spannend. So, was machen wir jetzt? Wir setzen uns erstmal hin, würde ich sagen. Bevor wir hier im Stehen telefonieren, das geht ja gar nicht, ja? Wir sind doch hier Büroleute. Ja, wir gucken erstmal den Computer an, bevor wir hier anrufen und das Spiel hier weitergeht noch. Oh, was haben wir denn hier? Also ich habe vor uns, was ist vor uns? Eigentlich im letzten Video, nee, im vorletzten Video glaube ich schon, ja. Haben wir, oder habe ich mit Lukas gespielt und der hat da auch ein Computer, aber keine Mails. Aber sie hat Mails. Das ist interessant. Was haben wir denn hier? Up to... Was? Okay, das ist Werbung anscheinend. Das braucht uns nicht zu interessieren. Zurück. Was haben wir hier? Hi. Hi, Carla. Es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Mein Job nimmt mich sehr in Anspruch. Ich komme vorbei, sobald ich kann, und erzähle dir von meinen neuesten Abenteuern. Ciao. Tommy! Der Tommy hat geschrieben und kein Betreff. Das ist schon mal. Das ist schon einmal geschehen. Kirsten. Was das für Kirsten soll. Oh, jetzt habe ich irgendwas hier ausgelöst. Kirsten. Wer ist denn Kirsten? Kirsten tanzt oder wer? Okay. Hier haben wir noch Web. Was ist das denn? New Yorker Bürgermeisterwahl, bla bla bla. Der Anstieg der Verbrechen ist für den armen Bürgermeister und sein Team und bla bla bla. In einer Pressekonferenz wie Markus, ja. Also ist viel, viel Text. Ihr könnt ja ein bisschen Video anhalten, falls ihr das mal durchlesen wollt. Ja, nee, das interessiert mich nicht. Was haben wir hier noch? Datenbank? Kein Eintrag. Oh, das habe ich jetzt nicht eingegeben. Das hat sie anscheinend eingegeben. Kirsten. Na, dann bestätigen wir mal. Was passiert jetzt? Ja, sie hat automatisch Ad einfach... Akta gelegt. Also tatsächlich ein Name, der für einen Fall steht. Interessant. Ich hätte gern mehr darüber erfahren. Okay. Ja, erfahren wir nichts mehr drüber. Da gehen wir auch raus. Der Computer bringt uns nichts. Was haben wir denn da noch? Eine Schublade. Da schauen wir auf jeden Fall rein. Vielleicht finden wir da ja was. Was ist das denn? Eine Tarotkarte. Oder was ist das? Bonus plus 5. Was 5? Was bringt uns das jetzt? Keine Ahnung.
Okay, also wir rufen jetzt an. Das hat sie ja vorhin schon gesagt. Was machen wir jetzt mal? Wo ist Tyler oder wie der Herr heißt? Jetzt weiß ich langsam, wie die heißen hier. Tyler! Oh ja. Ja? Weißt du, wie spät es ist? Verdammt! Beweg dich. Die Bedienung kommt heute Morgen, um ein Phantombild des Mörders anzufertigen. Schon unterwegs. Okay. Ja, was jetzt? Wir haben hier irgendwas? Eine Lampensymbol? Oh, die kann man an- und ausschalten. Ja, das bringt nichts. Das ist irgendwie... Ja. Ach nee, ich wollte nicht am Computer reingehen. Ich wollte wieder aufstehen. Nein, das war's ja jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen hier. Ach, jetzt sehen wir hier rechts oben das Symbol mit Tyler. Ja, tun wir mal hin switchen. Ah, und er liegt immer noch da. Also anscheinend müssen wir ihn bewegen. Und da liegt auch eine Frau neben ihm. Bleib doch noch ein bisschen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Ich mach uns Kaffee. Okay, ich spring unter die Dusche, zieh mich an und dann bin ich weg. Interessant. Vielleicht lege ich mich nochmal hin. Und stehe nochmal auf. Ja. Nee, ich wollte nur mal gucken, was er jetzt macht, wenn ich jetzt einfach mich nochmal hinlege. Das bringt ja gar nichts. Kann ich hier zur Freundin hin? Hallo? Mann, ich könnte sie stundenlang so ansehen, während sie schläft. Och, das ist Liebe. Wir sind schon seit 2 Jahren zusammen, aber ich fahre noch genauso auf sie ab, wie am allerersten Tag. Ja, sowas. Oh, was ist das denn? Ein Herzsymbol. Mal gucken. Was macht er denn da? Ich weiß es nicht. Ich dachte, du hättest es eilig. Oh, plus 20, plus 20. Ich hey, bin neutral. Für dich habe ich immer 5 Minuten Zeit. Oh. Nur 5 Minuten? Na, nur 5 Minuten. Also, was ist das denn? Oh, jetzt. Ja, jetzt sind wir wieder bei Carla. Ich glaube. Ja. Keine Ahnung. Was wir jetzt machen? Jetzt ist irgendein Filmrollensymbol. Zwar total bekloppt, aber hilft mir beim Nachdenken. Was ist das denn? Das ist anscheinend ein Jojo. Was? Oh, verkackt. Okay, also das mit dem Jojo ist ganz interessant. Das mache ich nochmal. Ja, nice aus. Es kommt immer eine andere Kameraeinstellung. Ach, verdammt. Okay, da werde ich jetzt noch mal ein bisschen dran sitzen jetzt gleich. Ich finde das geil. Also anscheinend wird es immer schwieriger. Ja, ich bin bekloppt, aber das ist doch schön, wenn man sowas machen kann hier. Ich muss es aber ein bisschen lernen. Aber vor allem, man muss schnell was machen, ne? Wow! Was hat die denn drauf? So, jetzt passiert das gleiche, ja? Okay, also wir machen es noch einmal. Okay, das reicht. Oder? Wir machen das auch nochmal. Das ist ja an sich ja bloß eine Spielerei. So geht das. Also, falls ihr das mal auch können wollt, man... Oh Gott. Ja, also das ist anscheinend nur Spielerei und es bringt anscheinend hier gar nichts. Ist aber nett. Irgendwie beruhigt mich das ja auch. Oh, schön nach rechts und wieder nach rechts. Und dann machen wir diesen komischen Tralala. Ja, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir gefällt das Video jetzt gerade. Nee, Quatsch. Ich höre jetzt auf.
Ich mache jetzt das noch schnell zu Ende, dann ist es fertig. Oder vielleicht noch einmal. Ach, herrlich. Ich wusste gar nicht, dass man so in Mist machen kann hier. Das ist echt nice. Fetzt. Wunderbar. Es ist fantastisch. Wuiu. Ja. Aber ich dachte, hier kommt noch irgendwas, wo man hier wirklich mal weiterkommt. Aber anscheinend ist das einfach nur, dass man hier mal ein bisschen dumm rumspielt. Nee, also das ist wirklich kein Sinn hier. Ja, das war's jetzt. Lass mal sein. Das bringt's jetzt nicht mehr hier. Geh mal wieder raus. Ich dachte hier würde noch irgendwelche tollen Tricks kommen, wenn man hier eine lange Zeit spielt. Boah, jetzt Tyler ist man noch immer nicht da. Jetzt ist man gestresst. Jetzt ist man einfach so gestresst. Ich kann noch nichts für. Also ich soll nochmal anrufen, das hat sie gerade gesagt. Kann ich vielleicht noch ein Becherchen nehmen? Dann hat sie wieder plus 5. Gluck, 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 gluck. Ja. Oder wollen wir nochmal lieber mit Jojo spielen? Ich weiß nicht. Nee, also es gibt kein plus 5 mehr. So ein Mist. Boah, guck mal, Ball spielen. Kannst ja auch, ja? Tylers Basketball ist immer noch hier. Wie oft muss ich es ihm denn noch sagen? Sei nicht gestresst. Ich möchte nicht, dass du gestresst bist. Tyler hasst es, wenn jemand an seine Sachen geht. Deswegen machen wir das jetzt. Nee, Quatsch. Nee, wir lassen das jetzt. Also wir rufen ihn jetzt nochmal an. Diesmal im Stehen. Ist mir auch egal. Hallöchen. Oh, ach so, ja. Ja, Carla. Bin auf dem Sprung. Ja, ich weiß. Nein, ich wurde aufgehalten. Deswegen... Ja, okay, bin gleich da. Aufgehalten hier. Wir haben den ja extra zum Techtelmechtel noch eingeladen. Aber witzig. Wir schalten wieder um, würde ich sagen, zum Tyler. Wow, Süße. Okay, jetzt bin ich aber wirklich weg. Und gleich wieder minus 10, ne? Also das hat ja nichts gebracht hier, das Techtelmechtel, außer 10 jetzt plus 10, ne? 20 bekommen, 10 abgezogen. Was ist das denn? Kann man das gleiche Spiel auch nochmal tun? Nee, okay. Oh, hier war gerade ein Fragezeichen. Das ist Sox, eine der Figuren aus meinem Lieblingsvideospiel. Okay. Ja, ich würde sagen, wir ziehen uns an. Erst eine heiße Dusche. Ja, das kann man auch machen. Aber dann sag mir bitte, wo ist deine Dusche? Ist die hier? Wir müssen erkunden. Hallöchen, Dusche. Nee, ich glaube, hier sind wir falsch. Das ist der Wohnbereich und dann geht's bestimmt raus. Ja, hier ist so ein Türspion. Nee, da machen wir das nicht. Obwohl, ja nochmal kurz, vielleicht gibt's ja hier was zu essen. Wo er sein Wohlbefinden auch wieder Pluspunkte macht. Schauen wir mal ein bisschen nach. Wow, hier gibt's was zu essen. Nein, ich kann nichts machen. Warum? Warum kann ich hier nichts essen? Das ist ja doof. Ja, wir gehen jetzt erstmal zur Dusche. Ja, also der Raum ist ja doch ein bisschen komisch gestaltet, muss ich sagen. Ah, hier. Okay, aber das ist ein bisschen kleiner als der Raum von... Na, hier. Wie heißt der? Vom Mörder. Der hatte ja auch so eine... Okay. Warum auch immer wir jetzt das sehen. Diese Freundin steht auf. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt hier für eine Einlage war.
Ja, schauen wir uns. Hey, du siehst ja gar nicht mal so übel aus. Ja, schön, endlich mal wieder im Pluspunkt. Eine Toilette. Ah ja, gut. Hauptsache, es tut ihm gut, ne? Oh, da ist schon wieder so eine Karte. Ich sehe sie gerade. Warte mal, hier. Plus 10. Keine Ahnung, was das ist, aber ich krieg plus 10. Habe ich noch gar nicht gewusst, dass es sowas hier zum Einsammeln gibt. Wurde mir auch noch nicht gesagt. So, unsere Freundin ist jetzt hier weg. Wir ziehen uns an, weil wir haben ja jetzt geduscht. Ja. Nehmen. Oh, die scheint irgendwie merkwürdig drauf zu sein gerade. Beziehungsweise die hat so einen starren Blick. Was auch immer die jetzt mit mir machen will gleich hier. Ist das jetzt Fenster zu machen? Oder was ist das? Es ist schon total hell. Bin mal wieder zu spät dran. Ja, Tyler. Du bist eine kleine Schlafnulpe. Ja, sehen wir ja ganz toll aus, ja. Frisch gewaschen, frisch angezogen. Ja, dann los geht's. Die Wäsche kann ja hier die Frau machen. Oh, oh, oh. Nee, natürlich. Nie gleich böse Kommentare kriege. Ja, wir trinken jetzt erstmal was. Leg dich wieder hin, Sam. Du holst dir sonst bei der Kälte noch den Tod. Ich friere nicht. Oh Mensch, Sam, fang nicht wieder an. Ich hab nicht vor, heute den Löffel abzugeben. Das macht mich allmählich wahnsinnig. Ich sterbe jeden Tag vor Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Oha. Ärgerlich, verständnisvoll, ironisch, zärtlich, zärtlich. Ich verstehe dich ja, Sam. Du brauchst eben Zeit mehr nicht. Man hat so wenig Zeit. Es tut mir weh, dich so zu sehen. Das weißt du doch, Baby. Und wenn du kündigst? Wir könnten den Laden meiner Eltern in Florida übernehmen. Ein normales Leben führen. Und ein Baby bekommen. Was? Aggressiv, einlenkend, überzeugend, entschieden. Ich will kein normales Leben führen, Sam. Zumindest jetzt noch nicht. Du musst eben versuchen, mich so zu nehmen, wie ich bin. Und meine Wahl akzeptieren. So, was jetzt? Ja. Jetzt haben wir das entscheidend anscheinend gemacht, ne? Meine geliebten Motown-Platten. Nicht für alles Gold der Welt würde ich die gegen CDs tauschen. Ja, okay. Was ist das jetzt? Wieder Lieder hier. Aber es steigt die Stimmung. Bam, bam, da, da, da. Ja, auch wunderschön. Ein bisschen Musik zu hören, aber ich glaube, das ist gar nicht YouTube-gefährdend. Wie ich vorhin im anderen Video schon gesagt habe. Ja, dann nehmen wir jetzt die Jacke und los geht's, würde ich sagen. Gehen wir nochmal zurück. Irgendwas hat die hier. Oh, nochmal ein Herzsymbol. ein Abschiedskuss. Das ist ja nett. Ich liebe dich. Ja, du mich auch. Gut, gehen wir raus hier. Gut. Mal gucken, ob es das jetzt schon war. Ah, jetzt sind wir plötzlich immer Polizeirevier. So wie es aussieht. Irgendwie eine Musik spielt. Hi, Tyler. Oh, Carla sucht dich. Ja, ja, ich weiß. Und? Rückt die Pensionierung näher? Ja, Gott sei Dank. Immer die gleiche Frage. Rückt die Pensionierung näher, herrlich. So, wir sind ja rechts hochgegangen, gehen auch rechts hoch. Ach, also irgendwie die Steuerung, die macht mich so fertig. So, nochmal durch. Wahrscheinlich bei links hoch kommt man links rein. Daher wird es wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Gehen wir mal schnell zu dir. Hey Tyler, welch ein Zufall. Ich hab dich schon überall gesucht. Oh Mist. Erinnerst du dich, dass ich dir von einem halben Jahr 100 Piepen geliehen habe? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Oh je. Zum Beispiel jetzt sofort. Prediger? Ja, keine Ahnung. Glaubst du an Jesus Christus, Gottes Sohn?
Der Herr glaubt an dich. Und da oben von seiner Wolke aus sagt er dir, Geld ist unbedeutend, Jeffrey. Das Einzige, was wirklich zählt, ist Liebe. Wirklich sehr lustig, Tyler. Und jetzt rückt ihr 100 Dollar raus, bevor ich sauer bin. Der Prediger fiel mir jetzt als erstes auf gerade an den Optionen. Aufschub, Vorschlag. Ich schlag dir was vor. Vorschlag, Mann. Wir spielen eine Partie Basketball um deine 100 Dollar. Gewinnst du, gebe ich dir auf der Stelle 200 Dollar. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt. Wenn ich gewinne, kriege ich 200 Dollar? Ich gebe dir mein Wort. Abgemacht. Okay. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich Zeit für eine kleine Pause habe, komme ich zu dir. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es, dass er sich darauf jetzt einlässt. Witzig. War die Bedienung noch nicht da? Sie kommt gleich. Garrett hat die Ergebnisse. Kommst du mit? Ich häng nur die Jacke auf und komm dann. Okay, bis gleich. Okay, Jacke aufhängen. Vielleicht muss ich das jetzt auch wieder selber machen. Okay, hängen wir mal die Jacke auf. Warum zeigt's so auf dem Computer von ihr? Was ist da los? Ich darf das eigentlich nicht, ne? Obwohl, nein, hier kann ich nichts machen. Nichts interagieren. Okay. Ja, ein Wässerchen trinken. Vielleicht hat der nochmal ein plus 5. Wir hatten ja gerade wieder Minus bekommen wegen dem Stress von den. Oh, das war nett. Von den Hai hier. Der hier mein Geld will. Ja, das ist ein Basketball. Ich kann ja schon mal ein bisschen üben. Das sind Arbeitszeiten, hä? Herrlich. Das fetzt doch. Ja. Keine Ahnung. Gehen wir mal am Computer fix nochmal, hä? Ich weiß, ich habe nur gesagt, ich soll die Jacke reinmachen, aber ich würde es gerne nochmal reingucken. Vielleicht findet man hier was. Irgendwas Tolles. Vielleicht hat er ja Mails. Blazer. Ach Gott, Peniseinlager. Okay. Du mal wegmachen. Wollen wir nicht. Virus. Millionen sind schon infiziert. Installieren Sie bitte das angehängte Update. Quantic Dream Software. Das sind die Entwickler hier. Tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dich heute Morgen mit meinen Sorgen bedrängt habe. Das war dumm von mir. Ach, das ist meine Freundin hier. Ich habe so große Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Da vergesse ich manchmal, wie wichtig dir deine Arbeit ist. Ich hoffe, dass es mir eines Tages gelingen wird, dich zu überzeugen, dein Leben zu ändern. Ich liebe dich, Sam. Ja, sie will mich überzeugen. Was haben wir hier noch? Boah, das ist wieder hier Web. Ich glaube, da ist nichts mehr. Vielleicht macht der hier noch irgendwas. Nein. Er macht nichts mehr in der Datenbank. Weil die gute Carla hat ja vor uns irgendwie was von Kirsten noch eingegeben hier. Ja, wir gehen einfach runter. Ich glaube, hier brauchen wir nichts mehr machen. Ja, wo lang geht's? Ich habe vor uns gesagt runter, vielleicht geht's ja auch hoch, ich weiß es jetzt nicht. Hallo, Tyler. Alles klar, Tyler? Ah ja, alles klar. Ich weiß gar nicht, wo wir mal lang müssen. Okay, wir haben ja angekloppt, also ich weiß es jetzt echt nicht, wo wir lang müssen. Ich klopfe jetzt mal überall an. Ja, ich fühle mich neu. Hi Tyler, alles klar? Hi Tyler, alles klar. Ich sehe hier fast nichts. Wir gehen hier mal raus, vielleicht muss ich ja hier raus aus diesem großen Gebäudekomplex. Ja, wie ich halt schon sagte, wenn man nach links geht, dann kommt man auch links rein. Das war mir schon fast klar. So groß wie das Gebäude da drin ist. Gehen wir mal hier lang. Hier ist ja noch eine Tür, sehe ich gerade. Mann, ich bin eh schon zu spät. Da werde ich nicht noch zusätzlich im Keller rumspazieren. Tja, ich weiß nicht, wohin. Oder müssen wir hier ganz raus? Müssen wir hier irgendwie... Ach, eine Karte. Cool. Vielleicht muss ich ja echt aus dem Polizeirevier raus und irgendwo müssen wir jetzt hin. Ja, wir gehen einfach mal. Obwohl, wenn er seine Jacke auszieht, wird er ja nicht rausgehen. Also eigentlich Quatsch, ne?
Also irgendwie ist die Steuerung hier gerade ein bisschen hakelig. Ja, ich schieb's jetzt mal auf die Steuerung. Ja, wir gehen wieder rein. Ich habe keine Ahnung. Oh, geh rein durch die Tür. Ja, wenigstens haben wir jetzt noch eine Bonuskarte hier gefunden. Das war jetzt nicht meine Intention hier, irgendwie Bonuskarten zu suchen. Ich klopfe jetzt hier wirklich an jeder Tür an. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr zuhören müssen. Ey, wo muss ich denn hin? Wir drehen mal ein bisschen hier die Kamera. Das ist ja so hässlich. Wieso sehe ich denn hier nie die Mitte des Raums? Ach, hier ist sie doch. Ich renne hier irgendwo hin und sie ist hier mitten im Raum. Womit willst du anfangen? Oh Gott, was? Kaffee, das ist ein Messer, 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 Messer. Was hat das Messer ergeben? Messer ist was? Jede Menge Fingerabdrücke, die mit denen dann Gabel und Glas vom Tisch des Verdächtigen übereinstimmen. Aha. Hm, der Mörder saß also definitiv an diesem Tisch. Und die Klinge? Die hat's in sich. Da ist definitiv Blut des Opfers dran. Aber das Komische ist, dass auch Blut vom Mörder dran ist. Hä? Ja, ja, klar, weil er sich ja geritzt hat. Kaffeetasse? Hat die Kaffeetasse was ergeben? Da waren nur die Fingerabdrücke der Bedienung drauf. Okay. Kann nicht sein, Mann. Die Tasse war halb leer. Da hat einer draus getrunken. Buch. Waren auf dem Buch unter dem Tisch irgendwelche Abdrücke? Ja, und die stimmen mit denen von Gabel und Glas überein. Es war also definitiv sein Buch. Und das sah ganz schön alt aus. Vielleicht ist darüber noch irgendwas rauszufinden. Hast du die Liste der Anrufe bekommen, die vom Restaurant ausgemacht wurden? Ja. In den 4 Stunden vor dem Mord wurden ca. ein Dutzend Gespräche geführt. Ich schick dir die Liste per Mail. Und? Was haltet ihr von all dem? Im Moment gar nichts. Dieser Fall ergibt einfach keinen Sinn. Daran ist irgendetwas faul. Ja, die merken auch langsam, dass da was faul ist. Bei all den Verrückten, die heutzutage frei rumlaufen, ergibt nichts mehr einen Sinn. Diese Mörder wissen meist selbst nicht, was sie dazu trieben. Die Welt wird immer verrückter, Carla, glaub mir. Danke für deine Hilfe. Bis später. Okay. Und was machen wir jetzt? Du kümmerst dich um das Phantombild. Ich frage in der Gerichtsmedizin nach, ob die Autopsie irgendwas ergeben hat. Okay, bis nachher. Ja, das war jetzt ein langer Part. So, und wir müssen uns hier wieder anscheinend entscheiden. Jetzt können wir aus 3 Charaktere wählen. Das machen wir aber dann im nächsten Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann selbstverständlich einen Daumen nach oben geben. Damit würdet ihr mich auf jeden Fall unterstützen. Ansonsten, falls ihr keine Folgen mal verpassen wollt, dann einfach ein Abo da lassen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.